Hallo, Halli, hallo zur Fragenshow. Die Sonntagsfragenshow, die nur einmal im Monat stattfindet, immer am letzten Sonntag. Und heute ist März und der letzte Sonntag. Also starten wir mit euren Fragen. Die erste ist von Greenline Foto. Mich würde sehr interessieren, wie man richtig mit einer Kreissäge sägt. Hab leider trotz neuer Sägeblätter für Längs- und Querfaserschnitte, das ist schon mal gut, immer noch Probleme, dass der Schnitt gerade und ohne Brandspuren bzw. komplett stecken bleibt im tiefen Schlitz. Erster Gedankenansatz, nutzt du Längs- und Querschnittblatt richtig? Also weißt du, welches ist? Gar nicht böse gemeint, aber manchmal glaubt man, man hat das Richtige und es ist das völlig Falsche. Das würde ich einmal überprüfen, dann Brandspuren sind immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, hast du ja auch schon gemerkt. Was sein kann, ist, dass du zum Beispiel einfach viel zu langsam schiebst. Flo hatte das ja in irgendeinem Vlog auch mal, dass er die Tauchkreissäge so langsam geschoben hat, dass der Schnitt mehr oder weniger angefangen hat zu rauchen. Man denkt es immer nicht, aber Holz bearbeitet sich im Prinzip am besten sehr, sehr schnell. Also da gibt es auch eine bestimmte Zahl, die nenne ich jetzt erstmal nicht, weil stecken bleibt, ist so ein bisschen ein Indiz, dass vielleicht die Säge nicht genug Power hat. Bei meiner alten Formatkreissäge ist das auch öfter mal passiert, mit einem Grund, warum ich sie dann direkt relativ schnell wieder verkauft habe, weil das sollte eigentlich nicht sein. Zeigt aber immer, wenn ich etwas sägen will, wo die Kraft einfach nicht reicht, dann sagt der Motor und gibt auf. Und das ist nicht so gut. Und viele von euch haben natürlich wahrscheinlich auch eine relativ kleine Tischkreissäge. Und je nachdem, was du da versuchst zu sägen, ist es vielleicht für deine Säge einfach too much. Insofern, ja, richtig sägen können wir mal uns in dem ganzen Video angucken. Wir haben schon ein paar Sicherheitstipps gemacht. Aber ich glaube, das, was ich hier höre, hat gar nicht viel mit deiner Art zu sägen zu tun. Glaube ich zumindest mal, sondern eher mit deiner Säge. Ja, und eventuell nutzt du die Blätter falsch. Und bist zu langsam. Also du hast auch wahrscheinlich einen kleinen Anteil, aber ich glaube, dass es eigentlich in dem Fall eher der Maschine zuzuordnen ist, weil das klingt schon nach maschinellem Versagen. Wow, lange Antwort. Jetzt Thomas. Hallo, frag Jonas, könntest du mal erklären, wie man für die Keile das Sägeblatt einstellen muss und wie lang der Sägeschnitt sein darf? Schon mal vielen Dank. Die Keile von den Schubläden wahrscheinlich. Ab zur Säge! Wenn wir jetzt Keile hier in unsere Kiste einsägen wollen, ich nehme jetzt mal diese Kiste beispielhaft, dann müssen wir zuallererst das Sägeblatt relativ hoch herausfahren. Das ist leider Gottes so, damit die Keile möglichst auf beiden Seiten gleich sind. Warum ist das so? Theoretisch gesehen, wenn das Sägeblatt genau mittig wäre, also hier wäre die Mitte des Sägeblatts, dann hätten wir hier die gleiche Höhe, also mehr oder weniger so eine Art 45-Grad-Winkel. Je flacher das ist, desto mehr schneide ich natürlich auf der einen und desto weniger auf der anderen Seite, einfach weil das Sägeblatt rund ist. Das ist hoffentlich erklärbar und verständlich, wenn man das jetzt so sieht wie hier. Wie tief kann ich dann reinsägen? Na, das ist eigentlich ja relativ einfach. Wenn ich den Zahn mir hier vorstelle, dann sollte der natürlich nicht über diese Kante hinausgehen, weil sonst wäre der Keil natürlich hier drin sichtbar. Das heißt, wir setzen das ein ganz bisschen zurück. Wir wollen ja einfach nur, wenn wir das jetzt auf Gehrung uns hier vorstellen, hier eine quere Leiste drin haben. Was dabei hilft, ist der Magnet, der ganz hier hinten liegt. Also ihr braucht irgendeine Art von Anschlag, damit ihr sozusagen euch hinter dem Sägeblatt, ich mache es jetzt mal vor dem Sägeblatt, festlegen könnt, wie weit ihr schiebt, damit ihr halt nicht zu weit schiebt. Weil wenn ihr zu weit schiebt, wie gesagt, dann sägt ihr in eure Kiste rein. Das ist im Prinzip nicht schlimm, ist halt nur so, wenn ihr den Keil dann richtig reindrückt, dann ist er im Zweifelsfall hier diagonal drin und das ist natürlich Quatsch. Das heißt, wenn man das einstellt oder wenn ich das einstelle, mache ich es meistens so, dass ich hier hinten noch ein Stück Luft habe. Ich weiß nicht, das müsstest du, glaube ich, jetzt relativ genau sehen, wie der Abstand da ist. Denn das ganz Wichtige ist bei diesen Keilen halt, es ist kein optisches Element. Es kann optisch sein, ja, aber es gilt halt einfach vor allen Dingen, eine Gehrung hier durch eine Querverleimung zu stabilisieren. Und das ist eigentlich die perfekte Einstellung dafür. Und wenn man jetzt sieht, wie sich das Sägeblatt bewegt, sieht man auch, warum es so hoch sein muss. Obwohl es, wie gesagt, ein bisschen doof ist, weil man die Schutzhaube wegmachen muss und alles. Aber wir sehen, dass wir dadurch am ehesten oben und unten einen relativ gleichen, ja, gleich tiefen Schnitt haben. So geht das. So, eine super Frage, wollte ich eigentlich in dem Video schon erklärt haben, habe ich irgendwie
übersprungen. Dann Tim Tischler. Hallo Jonas, ich habe mir zu Weihnachten eine Tischkreissäge gekauft, Scheppach HS105. Jedoch kann man bei dieser Säge den Spaltkeil nicht tief genug einstellen, um verdeckte Schnitte zu sägen. Man müsste den Spaltkeil hierfür ganz ausbauen. Dies möchte ich jedoch vermeiden. Hast du hierfür vielleicht Tipps? Liebe Grüße, Tim. Ich habe es, glaube ich, schon öfter gesagt. Wenn ihr euch eine Tischkreissäge kauft, achtet darauf, dass der Spaltkeil verstellbar ist, wenn ihr verdeckte Schnitte machen wollt. Denn wenn er es nicht ist, ja, dann ist er es nicht. Und ihn zu verändern, bringt ein gewisses Problem mit sich, weil ihr dann sozusagen in die Maschine und die Sicherheit, die in ihr verbaut ist, eingreift. Also das würde ich in der Regel nicht machen. Das Problem ist etwas größer, weil meistens diese einfachen Sägen halt nicht wirklich gerne andere Spaltkeile einnehmen, also welche, die nicht direkt zur Maschine gehören. Das heißt, es umzubauen kann dann ja fast unmöglich sein. Und du sagst es selber, den Spaltkeil auszubauen, das halte ich in der Regel auch für keine wirklich gute Option. Es gibt Schnitte, wo man das machen kann. Das sage ich jetzt einfach so, ohne es weiter zu erklären, weil ich nicht dazu animieren möchte, es zu tun. Ja, was kannst du machen? Ruf mal Scheppach an und sag, ey, Diggis und die Glettos, was ist das für ein Scheiß? Vielleicht haben die eine Antwort. Aber es ist tatsächlich so. Also das Problem ist, dass bei diesen kleinen Sägen der Spaltkeil halt eine fixe Höheneinstellung hat meistens. Und das, ja, das ist ziemlicher Käse, aber es ist halt für die Herstellung am einfachsten und deswegen wird es halt oft so gemacht. Und man geht, glaube ich, oft davon aus, dass man keine verdeckten Schnitte macht oder so. Ich weiß es auch nicht genau. Oder dass man immer ein gleich großes Sägeblatt hat, weil das wäre ja auch ein Problem. Wenn das Sägeblatt dann größer oder kleiner ist, dann stimmt der Spaltkeil ja auch vorne und hinten nicht mehr. Ja, da habe ich leider keine Lösung, außer für alle, die das lesen und hören und sehen. Wenn ihr wisst, dass ihr sowas machen wollt, macht euch halt vorher schlau. Deswegen, ja, wenn man eine Maschine kauft, sollte man im besten Fall vorher immer schon relativ viel darüber wissen, was man machen möchte, weil desto genauer kann die Maschinenauswahl sein und desto glücklicher seid ihr am Ende. Tut mir leid. Jetzt, Moritz. Entweder habe ich es im letzten Video überhört oder es wurde nicht gesagt. Oh Gott, wahrscheinlich habe ich es mal wieder wirklich nicht gesagt. Kann man das Velcro-Mat oder wie man das schreibt einfach so lassen, also als Endbeschichtung quasi, oder muss man die Kanten wie bei MDF irgendwie schützen? Im Endeffekt ist das wie bei Massivholz. Eine Oberflächenbehandlung ist immer schon sehr, sehr schlau, weil wir natürlich einen extra Schutz auf ein Material aufbringen und das ist eigentlich immer der beste Weg. Einfach, weil wir mehr Schutz haben. Jetzt komme ich und behandle ja auch meine Möbel oft nicht, auch aus Massivholz nicht. Zum Beispiel die Werkbank hier vorne haben wir letztens abgeschliffen und nicht wieder geölt. Warum? Bist du verrückt? Nee, aber ich mag das. Geht das bei Velcro mit? Gute Frage. Also, ich kann es dir nicht beantworten. Ich glaube ja, die Eigenschaften, die Velcro mit hat, machen es widerstandsfähiger als normales MDF. Das heißt, im Prinzip dürfte Feuchtigkeit kein ganz so großes Problem für das Material an sich sein. Wenn ich jetzt aber eine klatschnasse Hand habe und hier paff gegensmashe, dann werde ich wahrscheinlich einen nassen Abdruck haben, den ich, glaube ich, nicht wieder wegbekomme. Das muss ich also im Hinterkopf behalten. Ich habe keinen tiefergehenden Schutz. Wie bei Massivholz auch, wenn ich keinen Schutz habe und Rotwein draufkippe, dann wird das Holz wahrscheinlich rot und ich muss relativ extrem abschleifen, um das zu reparieren. Ich gehe dieses Risiko öfter ein, gerade bei Sachen, die ich für mich selber baue, einfach weil ich die Optik mag. Genauso wie bei den Schubläden, dass man hier diese leichte Rillierung noch sieht, das macht das Material spannend. Das wähle ich schon absichtlich so aus. Und dass der Schrank jetzt nicht behandelt ist, gefällt mir eigentlich aktuell auch ganz gut. Nichtsdestotrotz, ob man es machen kann, weiß ich nicht. Man kann es machen, ob es gut ist, weiß ich nicht, sagen wir es mal so. Und um ganz ehrlich zu sein, ich kann mir vorstellen, den Schrank in Zukunft auch noch zu ölen. Warum tue ich es nicht? Ich finde die Farbe sehr schön und das Material ist aus meiner jetzigen Erfahrung relativ widerstandsfähig. Wenn wir es ölen, wird es natürlich noch mal deutlich dunkler. Huh, wieder eine lange Antwort, aber auch eine sehr gute Frage. Jetzt Mario Engler. Jonas, macht es eigentlich Sinn, eine T-Nut in MDF oder OSB zu fräsen? Oder ist die Stabilität nicht gegeben? Lieber Multiplex oder Tischlerplatte? Lieber Multiplex, direkt ja. Multiplex ist natürlich gut dafür.
Velcro-Mat ist ähnlich wie MDF. Also schaut euch das Video nochmal an, wo wir die Schiebetüren gebaut haben. Die Schiebetüren laufen hinten also auf der Nase sozusagen auf 3,5 mm aus. Das geht. Und die Schiebetüren laufen auch nach wie vor hervorragend. Das Problem ist, die Belastung ist eine andere. Wenn ich jetzt so gegen die Schiebetür schlage, gehe ich mal davon aus, dass ich die Nut abbreche. Beziehungsweise nicht die Nut, sondern die Nase. Und das ist bei einer T-Nut meistens auch der Fall. Wir nutzen eine T-Nut ja nicht einfach nur als optisches Element, sondern als Spannkraftelement. Das heißt, die Belastung wird sich irgendwie auf diese schmale Kante ausüben. Und ich glaube, ohne dass ich da irgendeine Erfahrung habe, dass ich das bei MDF nicht machen würde. Es sei denn, das Material, was oben stehen bleibt, ist relativ dick. Was heißt relativ dick? Du merkst es schon, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Mein bester Trick wäre, probier es einfach mal mit einem Reststück aus. MDF kostet ja nicht viel. Und wenn es kaputt geht, ja, dann machst du es halt in einem anderen Material. Bei USB im Prinzip das Gleiche, würde ich sagen. Bei USB haben wir immer wieder das Problem, dass wir ja teilweise auch recht kurze Fasern haben, die mit reingeklebt werden. Wenn ich jetzt Pech habe und habe zu viele kurze Fasern, dann ist die Stabilität nicht übermäßig toll. Deswegen ist natürlich Multiplex sehr, sehr toll, weil wir haben immer eine durchgehende Schicht, die sehr vollflächig verleimt ist. Das heißt, das ist aus meiner Sicht schon das Beste, was man dafür wählen kann. Aber auch USB kostet nicht viel. Probier es also einfach gerne mal aus. Vor allen Dingen, weil das steht jetzt hier natürlich nicht wirklich drin, weil du dann testen kannst, wie es bei deiner Anwendung ist. Es ist ja immer noch die Frage, was genau willst du mit der T-Nut eigentlich machen? Möchtest du da so eine Crack-Automax-Zwinge reinpacken? Dann würde ich sagen, lass es sofort mit MDF, die bricht sofort aus. Aber das weiß ich nicht. Insofern, probieren macht schlau. Und wenn du probiert hast, schreib es bitte gerne unter dieses Video als Kommentar, weil dann können wir nämlich alle wissen, ob es geht oder nicht. Was geht sogar immer, sind nice Snacks. Snacks? Ja. Heute, wie immer an diesem Sonntag, ist der Fragensonntag gesponsert von Koro. Eine super Seite, wo man super nice Snacks kaufen kann. Mit einem Gutscheincode, der unten ist, sogar günstiger. Und heute, ich habe mir abgewöhnt, es zu essen. Ich weiß, ich habe so ein paar Mails bekommen, wo drin steht, Digga, kannst du aufhören, einfach während du redest zu essen? Es ist einfach ekelhaft. Okay. Okay. Kann ich verstehen. Trotzdem zeige ich euch, was ich neu habe. Das sind Mandeln mit Schokolade und Matcha-Tee. Das ist schon sehr speziell, aber wer grünen Tee oder gerade Matcha-Tee mag, wird diese Snacks sehr, sehr gerne mögen. Also ich mag sie sehr, sehr gerne. Deswegen zeige ich sie euch. Schaut also gerne bei Koro vorbei. Und okay, ich lerne, ich werde jetzt nicht mehr hier rumknabbern, während ich eigentlich gerade Fragen beantworte. Deswegen ab zur nächsten Frage mit freiem Mund. Hubert Hoche. Hallo Jonas, ist es wirklich ein... Achso, das ist wirklich ein interessanter Boden. Wie ist der Geruch? Hä? Welcher Boden? Den haben wir hier in diesem Video verlegt. Wir haben ja zweimal Boden verlegt. Hier im Bankraum haben wir wunderbaren Eichenboden und drüben im Maschinenraum und im Lager auch haben wir jetzt einen, ja, Kunststoffboden. Warum? Ganz einfach, weil der Abrieb von Estrich einfach crazy ist. Also es ist sowas von anfällig, der Boden. Ja, die ganze Geschichte dazu seht ihr in dem Vlog. Wie ist es mit dem Geruch? Also ich nehme nichts wahr. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Hanna schüttelt schon den Kopf. Also es riecht nicht. Wir haben das Ganze ja direkt verlegt, als es noch sehr kalt war. Das heißt, wir konnten auch nicht lüften und mir fällt gar nichts auf. Also die stinken überhaupt nicht. Ganz anders, als das zum Beispiel manchmal bei so Gummirollen ist, gerade bei so Schwerlastrollen. Das ist wahrscheinlich sowas, wie du meinst. Man holt dieses Gummiprodukt raus und denkt sich, mein Gott, wie soll ich das verbauen? Das stinkt wie die Pest. Das ist da tatsächlich überhaupt gar nicht der Fall. Also insofern, ja, wir müssten Richard nochmal fragen, weil der ist super empfindlich. Aber der hat auch gesagt, dass er den Boden nice findet. Insofern kein Geruch. Also, top. Der Boden ist von EasyFloor.at. Zurück zum Text. Michael Landwehr. Eine kurze technische Frage. Würde man den Boden zum besseren Halt nicht versetzt verlegen, wie es zum Beispiel bei Parkett oder Laminat üblich ist? Ich hole zwei Platten. Übrigens die nächste Frage schon zum Boden. Ich hole zwei Platten und zeige dir, warum das gar nicht geht. Oh, meine Zettel.
Also, oh Mann. Also das Erste ist, die Platten sind echt schwer. Und das ist schon mal gut. So, also, ups. Sollte man die nicht versetzt verlegen? Die Antwort ist nein, denn das geht gar nicht. Wir haben ja hier so ein wunderbares Klickmuster. Und dieses Klickmuster lässt sich aufgrund der Ecke nur so verlegen. Das geht gar nicht anders, weil sonst die Ecken nicht passen. Wir hatten das auch überlegt. Aber wenn ich das nicht richtig mache, so jetzt zum Beispiel, dann passt das nicht. Also insofern nein, man verlegt das nicht versetzt, man verlegt es genau so. Und für alle, die jetzt sagen, ei, ja, da wird der Boden aber hochkommen oder wie weiß auch ich, was? Oder was weiß ich? Nein, tut er nicht. Also dadurch, dass die Platten tatsächlich ein schönes Eigengewicht haben und dadurch, dass unser Untergrund relativ plan ist, liegen die hervorragend. Also da ist nichts. Das ist wirklich eine echt coole Sache. Ich habe tatsächlich in meiner nicht ersten, sondern zweiten Werkstatt vor dieser hier auch immer überlegt, so einen Boden zu verlegen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich immer, ja, wie soll ich, ganz ehrlich, ich habe immer gestruggelt, da wirklich richtig was zu machen. Ich habe immer versucht, so ein bisschen so einen günstigen Mittelweg zu finden oder am besten einen, der fast umsonst ist. Und das war oft nicht unbedingt der richtige Weg. Also ich merke, dass gerade hier auch, es lohnt sich schon in sowas wie Boden, das ist total banal, aber da rein zu investieren, lohnt sich extrem einfach, weil es viel, viel geiler ist zu laufen. Drüben der Raum ist durch die Platten auch akustisch ganz anders geworden. Das ist alles, es lässt sich besser reinigen. Man muss es zwar mehr reinigen, weil man den Dreck sieht, aber das ist ja auch wieder gut, wenn man immer den Dreck gar nicht sieht, weil der Boden hellgrau ist. Man denkt, oh, ist voll sauber und dann macht man irgendwie mal so und denkt sich, also insofern, es lohnt sich schon. Das kann ich nur jedem sagen. Natürlich muss man immer gucken, welche Mittel habe ich zur Verfügung. Aber es ist, wie gesagt, etwas, was ich schon lange überlegt habe. In meiner ersten Werkstatt kam es gar nicht in Frage. Aber ja, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich sehr und ich bin sehr glücklich darüber. Und auch den Mix zwischen Eichenboden und dem finde ich sehr schön. Jetzt, Christian Heise. Hallo Jonas, die Laguna hat auf alle Fälle das Zeug, um eine Tischlerwerkstatt weitestgehend sparen und staubfrei zu halten. Durch ihre kompakte Bauweise, groß, aber nicht riesig und vor allem mit dem Unterdruck von 2800 Pascal ist sie sicherlich für Heimwerker mit dem etwas mehr Platz die eine oder andere Überlegung wert. Ja, das fasst mein Video zur Laguna gut zusammen, das stimmt. Mich würde jedoch in einem Praxistest interessieren, wie lange es dauert, bis die Auffangwanne für Späne beim dicken Hobeln und Abrichten voll ist. Jeder will ja Arbeiten am Werkstück durchführen und nicht lange lästige Spänesäcke tauschen, am liebsten einmal am Tag. Oder gibt es eine Möglichkeit, das Spänevolumen zu erhöhen? Ich bin auf Videos und einen Test gespannt. Christian, gute Frage. Machen wir gesichert nicht. Warum machen wir keinen Test, wie lange dauert es, bis der Sack voll ist? Weil jeder anders arbeitet. Das macht also keinen Sinn. Was hobeln wir? Wenn wir eine Tischplatte hobeln und 5 mm abnehmen, was bei meinem Hobel geht, bei den meisten anderen nicht, dann ist die relativ schnell voll. Wenn ich kleine Leisten hobel, dann dauert es sehr lange. Insofern, solche Tests, da würde ich immer von absehen, weil es ist in der Regel nicht sehr aussagekräftig, finde ich, weil jeder, wie gesagt, ganz andere Sachen macht. Und wenn ich jetzt sage, ha, ich muss die nur einmal am Tag wechseln und dann sagen alle, das ist ein Arschloch, weil das stimmt bei mir nicht. Das mache ich lieber nicht, weil, wie gesagt, das müsst ihr selber herausfinden. Was ich sagen kann, ist, dass wir in der Praxis sehr viel über die Laguna festgestellt haben. Wir haben sie immer mal wieder an andere Maschinen angeschlossen und werden sie jetzt, großer Trommelwirbel, fest an den dicken Hobel anschließen. Was? Also es passt mit deiner Frage tatsächlich ganz gut. Warum werden wir das machen? Eine Zyklonabsaugung kann manchmal bei einem dicken Hobel, wenn wir sehr viel Späne abnehmen, ein Problem haben. Einfach weil die Zyklonwirkung, die wir hier erklärt haben, etwas überfordert ist aufgrund der großen Menge an Spänen. Denken wir an die Tischplatte, die ich eben gerade erwähnt habe. Wenn wir da 5 mm abnehmen, ist das ein unfassbarer Berg Späne, der da in einem Durchgang kommt. Die Laguna hat es da tatsächlich durch ihren Aufbau etwas einfacher, die Späne einfach runterknallen zu lassen als die Gyro Air. Deswegen werden wir am dicken Hobel die Laguna fest installieren. Einfach weil das, ja, es macht am meisten Sinn. Und es ist halt, wie du sagst, und da stehe ich auch nach wie vor zu,
Wenn ich die Gyro Air nicht hätte, ich habe sie aber nun mal, dann würde ich sofort die Laguna nehmen. Einfach, weil sie unfassbar viel Power hat. Und wenn man jetzt wieder guckt, und das hatten wir in dem Video ja auch gemacht, welche Werte habe ich und für welches Geld bekomme ich das, dann ist das der absolute Budgetgewinner. Einfach, weil die Maschine wirklich Top-Werte mitbringt. Deswegen auch nochmal, deswegen schließen wir sie an den dicken Hobel an. Der dicken Hobel ist das Werkzeug, was am meisten Späne produziert, wirklich unglaublich viel, und da brauchen wir halt extrem viel Power. Die Gyro Air andersrum, um das Thema einfach voll zu erschlagen, hat einen unglaublich guten Unterdruck. Das heißt, wir können auch bei starker Reduzierung sehr, sehr gut absaugen, was dazu führt, dass an der Tischfräse, am Kantenschleifer und Co. die Leistung top ist. Aber wie gesagt, beim dicken Hobel hat sie manchmal Probleme, deswegen der Tausch. Christian, mega Frage, und wie gesagt, wie lange so ein Sack voll ist, weiß ich nicht. Das hängt davon ab, was ihr macht. Und das Volumen erhöhen würde theoretisch gehen, wenn du die Anlage höher baust, einen größeren Container drunter baust. Aber ich würde es nicht machen, und die Antwort ist auch ganz einfach, warum. Wenn die Säcke halbwegs handelbar sind, und das sind sie bei der sind sie bei der Laguna auf jeden Fall, weil das Sackvolumen noch in einem Rahmen ist, den man gut alleine handeln kann, dann ist es überhaupt gar nicht schlimm, die Säcke mal öfter zu lernen. Je größer der Sack ist, desto stressiger wird es, das Ganze wegzubringen, zumindest aus meiner Erfahrung. Deswegen mag ich die kleinen Säcke der Gyro Air unglaublich gerne. Es dauert ganz, ganz wenig Zeit. Es geht ganz, ganz schnell, die Säcke zu wechseln. Und das ist, finde ich, viel besser, als wenn wir mit so Riesensäcken hantieren müssen. Insofern kann man das bestimmt irgendwie machen, wenn man findig ist. Ich würde es aber nicht machen. Ich weiß, warum ich so stottere heute, weil ich keinen Snack währenddessen esse. Also danke an denjenigen, der mir diese Mail geschrieben hat. Jetzt kommen wir aber zur letzten, alles entscheidenden Frage von m.o.mo. Cooler Name. Moin Jonas, als blutiger Anfänger ohne jegliches vernünftiges Werkzeug habe ich dazu auch noch das Problem einer klassisch studentisch eher dünnen Geldbörse. Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Das ist ziemlich nervig. So sind mir die von dir empfohlenen Werkzeuge häufig leider eher nicht direkt erschwinglich. Was empfiehlst du als erstes Werkzeug, beziehungsweise 2 und 3? Das ist auch wieder eine ganz schwierige Frage, weil ich nicht genau weiß, was du machen willst. Möchtest du Elektrowerkzeuge haben oder möchtest du Handwerkzeuge haben? Elektrowerkzeuge sind im Schnitt die, die ich empfehlen würde, eher immer teurer, weil ihr wisst es alle, und davon würde ich auch, da stehe ich auch nach wie vor zu, ich würde immer, auch wenn ich wenig Geld habe, gerade wenn ich wenig Geld habe, eher etwas Gutes kaufen, weil ich kann es im Endeffekt besser wieder verkaufen. Und wenn ich gleich was Gutes kaufe, dann habe ich länger was davon. Genauso wie ich in meinem Studium mir meine erste Tauchkreissäge gekauft habe, die TS55, die habe ich heute noch. Also insofern, das lohnt sich. Bei Elektrowerkzeugen kann ich dir keine Antwort geben. Ein Akkuschrauber ist wahrscheinlich die Antwort, die viele von euch wählen würden. Eine Tauchkreissäge ist auch sehr, sehr sinnvoll. Oberfräse ist alleine als Werkzeug zu speziell, finde ich. Also ich würde wahrscheinlich eine Tauchkreissäge nehmen. Damit kann man schon viel machen. Du kannst Sachen zuschneiden, du kannst schon viel machen. Du wirst in Probleme kommen, weil mit nur einer Maschine kommt man immer nicht sehr weit. Das heißt, du musst einfach bei Elektrowerkzeugen überlegen, was willst du machen. Handwerkzeuge, ganz einfach, genau das gleiche Spiel. Als erstes Werkzeug eine Säge. Mit einer Säge kann man unglaublich viel machen. Mit einer Ryoba umso mehr, denn wir haben ja, wie wir schon erklärt haben in diesem Video, 2 Seiten. Eine grobe für Längsschnitte, eine feine für Querschnitte. Und dadurch, dass wir keinen Rücken haben, das heißt keine Begrenzung, können wir unendlich tiefe Schnitte machen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Eine Säge, ja, man braucht immer eine Säge, egal was macht. Egal, ob du nur einen Dübel absägen willst oder sonst was, das wäre mein Werkzeug Nummer 1. Mein Werkzeug Nummer 2 wäre immer ein Stemmeisen. Und auch da musst du kein großes Set kaufen. Mit nur 4 Stemmeisen kann man eigentlich fast alles machen. Also du brauchst nicht ganz viele, so wie ich, sondern es reicht, wenn du wenige hast. Was ich mir dann auch holen würde, wenn ich eine Säge und ein Stemmeisen habe, ist ein Winkel. Aber nicht nur irgendeiner. Das hatten wir auch schon öfter.
Wenn ich nur einen Winkel habe, dann würde ich einen nehmen, der mehrere Sachen kann. Der GM-Multiwinkel ist ein solcher Winkel, der mehrere Sachen kann. Wir können Winkel einstellen, was sehr wichtig ist, weil man möchte nicht immer nur 90 Grad haben. Wir können aber auch sehr präzise 90 Grad einstellen. Und deswegen ist das, wenn ich nur ein Werkzeug habe, so ein bisschen das, was ich empfehlen würde. Wir können sägen, wir können stemmen und wir können sauber anzeichnen. Das ist gut, einen Bleistift würde ich mir auch immer holen, aber da kannst du als Student wahrscheinlich drauf zurückgreifen. Du wirst wahrscheinlich den einen oder anderen haben. Oder du mobbst einem Kommiliton, so wie wir das alle schon millionenmal gemacht haben, einen Kugelschreiber. Auch das funktioniert. Das sind die drei Werkzeuge. Das waren eure Fragen. In diesem Sinne gehe ich jetzt rein wie ein Schwein. Beim nächsten Mal werdet auch ihr wieder dabei sein. Oh Gott. Tschüss.